Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV. Heute mit einem weiteren Video von mir. Am Samstag war ich auf der World Money Fair 2024 und habe mir einige schöne Banknoten für die Sammlung gekauft. Ja, ich möchte euch heute meine Erfahrungen zeigen und euch meine Einkäufe präsentieren. Ja, zuerst fangen wir mal an. Es gibt ja einige, die sich gewünscht haben, dass ich mal einen Stand zeige, und ich habe tatsächlich den Stand gezeigt von meinem Händler aus Jordanien. Den habe ich gefragt, also ich hoffe, man kann es sehen. Also hier sieht man quasi wirklich bündelweise Banknoten aus aller Welt. Wir haben da auch sehr gute Preise. Hier sind zum Beispiel Scheine zwischen Jordanien und Somaliland, die quasi zum Kurswert verkauft wurden. Da habe ich auch ein bisschen zugeschlagen. Dann haben wir hier halt Jemen, wir haben Libanon, Syrien und vieles mehr. Definitiv sehr toll. Also so sahen einige Stände aus. Es gab auch einen Stand, wo halt wirklich im Hintergrund hunderte Stapel Banknoten waren. Also hunderte Bricks. Also das war echt krank. Ja, so sieht ein Stand aus. Ich konnte euch das jetzt nicht hier einspielen, weil ich schneide halt meine Videos nicht. Deswegen. Ja. Nun kommen wir zu meinen Eindrücken. Also mein Eindruck zur World Money Fair 2024 war ernüchternd. Also ich kenne die World Money Fair von letztem Jahr, da gab es wesentlich mehr Banknotenhändler und die Preise waren auch moderater. Also es gibt halt Scheine, die haben sich innerhalb dieser Zeit einiges vervielfacht, die eigentlich massenhaft zu erhalten sind. Dann gibt es Scheine, die halt gesunken sind. Es gibt viele Händler, die auch allgemein sehr teure Preise hatten und auch wenig verhandeln ließen. Ich habe zwei Händler gefunden, bei denen ich gut verhandeln konnte, wo ich auch schöne Sachen bekommen habe. Und die zeige ich euch heute mal. Ja, auf jeden Fall ist es ein Besuch wert. Die 17 Euro sind es auch wert am Eintritt. Aber wenn man jetzt auf der Suche ist nach was Speziellem, vor allem alten Banknoten, zum Beispiel deutschen Kolonialbanknoten, dann ist man da auf jeden Fall bei der World Money Fair an der falschen Adresse. Denn die findet man dort fast gar nicht. Ja, Leute, nun zeige ich euch. Und zwar gibt es auf einer World Money Fair nicht nur Sachen, die man kaufen kann, sondern man kriegt auch einiges geschenkt. So haben wir zum Beispiel vom Verband der deutschen Münzhändler, gab es hier einen Pfennig, einen Glückspfennig von 1984 geschenkt. Tatsächlich habe ich mich dort mit zwei Zuschauern und Sammlerfreunden verabredet, mit denen ich gemeinsam über die Messe gegangen bin. Und tatsächlich hatte der eine 1984 geboren und damit hat er quasi sein Jahr geschenkt gekriegt. Ja, den habe ich mich verabredet, habe dann noch zwischendurch ein paar Leute getroffen, die auch meine Videos schauen. Wenn ihr mich nächstes Jahr treffen wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen und schreiben. Dann kann man gerne mal miteinander sprechen. Dann gab es hier bei so einem Online-Münzkatalog so eine Medaille zu gratis dazu. Da habe ich natürlich auch eine mitgenommen von Coiniverse, also das Universum der Münzen. Ja, das ist nicht schlecht. Und dann natürlich wie immer bei PMG gibt es auch wieder eine Banknote, die gratis quasi dazu gab, nämlich hier diese 20 Quatscher Banknote aus Sambia. Da habe ich natürlich auch einmal zugegriffen. Ja, dann gab es auch zu meinen, was ich nicht gut fand, eine Banknote aus Suriname, nämlich die 50 Dollar Banknote, Sonderbanknote. Diese ist jetzt, kostet jetzt deutlich weniger. Ich habe früher dafür, ich bin mal ehrlich, 74 Euro bezahlt pro Folder auf der Messe letztes Jahr. Und jetzt kostet sie nur noch 24. Ich habe mich wirklich mega geärgert, weil ich habe die damals gekauft, weil ich dachte, die steigen noch im Wert, weil die halt auch eine geringe Auflage hatten und eigentlich sehr begehrt waren und auch einen hohen Preis hatten. Aber sie sind stark gefallen und ich habe mir trotzdem nochmal zwei Folder gekauft für 48 Euro. Dann habe ich bei meinem jordanischen Händler zwei Bündel, beziehungsweise ein Bündel Russland und noch eins woanders gekauft. Diese sind halt nicht schlecht und sind halt recht begehrt. Dann die neuen Somalia-Banknoten. Einmal zu 20.000 und 50.000 Schilling.
Diese sind ja in Umlauf gekommen, dadurch, dass quasi im Land, in Sudan, wo die Scheine gelagert sind, es Unruhen gab in Khartoum und quasi so auf den Markt gekommen. Ich denke mal, dass die Scheine auch noch deutlich günstiger werden, als sie jetzt sind. Ich denke mal, da kann man schon durchaus warten. Ich fand die halt nur mal cool, auch mal zu haben und auch für vielleicht ein weiteres YouTube-Video dazu. Dann ein Schein, den ich schon lange gesucht habe als Katzenliebhaber. Ist dieser Schein tatsächlich ein Wunsch von mir gewesen, nämlich der 200 Bolivianos-Schein aus Bolivien, hier mit der Katze drauf. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Schein und da habe ich mich mega drüber gefreut, den zu kriegen. Den habe ich in Kombination mit einem 100er kassenfrisch für gerade mal 55 € gekriegt. Das ist echt geschenkt. Ja, dann als Mauretanien-Fan habe ich auch diesen Schein bekommen, den 500 Uguia-Schein von 2002. Ich weiß nicht, ob das jetzt Nachdrucke sind, offizielle, so wie die Samoa, oder ob sie tatsächlich offizielle Banknoten sind, weil die gab es irgendwie sehr, sehr häufig dort und zum recht günstigen Preis, weil ich kenne die eigentlich auch eher teurer. Mal gucken. Dann habe ich bei meinem Händler aus Jordanien einen 10.000-Dinar-Schein aus dem Irak geholt. Der hat ein sehr, sehr schönes Sicherheitsmerkmale. Auch hier ein tolles Hologramm, da habe ich 9 € für bezahlt. Der kommt in meine Sammlung, weil der halt einfach toll gemacht ist. Dann, der ist leider nicht für mich. Der ist für einen Sammlerfreund, der hat mir Geld mitgegeben und dadurch, dass die Peru, finde ich, viel zu teuer angeboten haben, habe ich den nicht mitgebracht. Und habe hier ihn diesen 1000-Markerschein aus Finnland gekauft. Mit einem sehr schönen Hologramm und auch die Rückseite ist wirklich sehr schön auf dieser Banknote. Dann gab es auch einige neue Scheine, die rausgekommen sind, wie zum Beispiel diesen Schein. Ich finde den komplett hässlich aus den ostkaribischen Staaten. Ich habe ihn trotzdem gekauft, weil Leute den haben wollten. Ja, schön ist er nicht, aber jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Dann hatte ich nochmal das Glück, einen Satz aus Bermuda zu bekommen. Den werde ich jetzt wahrscheinlich bei Kleinanzeigen reinstellen. Also wer Interesse hat, kann gerne mir da ein unverbindliches Angebot schicken. Dann habe ich die neue Banknote aus China, die zum Jahr des Drachen ausgegeben wurde. Tatsächlich wurde schon mal eine Banknote zum Jahr des Drachen 1999 ausgegeben, im Polymer, was die erste Polymerbanknote Chinas war. Und das ist definitiv eine sehr schöne Banknote, also auf der Vorderseite zumindest. Die Rückseite finde ich ein bisschen kitschig. Die Scheine wurden dort mit 10 € bei den Chinesen direkt verkauft. Dann ein Schein, den man tatsächlich recht selten findet und für mich ein Stück in meine Sammlung gehört, auch wenn der Zustand nicht schön ist, ist dieser 50-Colones-Schein aus El Salvador. Und ja, der kommt auf jeden Fall in die Sammlung. Hat man halt nicht so häufig. Ja, auch wenn er in schlechtem Zustand ist. Dann für meine Kasachstan-Sammlung gab es auch noch was Kleines, nämlich diesen 1000-Tenge-Schein von 1994. Ich glaube, 7 € oder so für bezahlt. Und dann habe ich noch ein Schnäppchen gemacht, nämlich diesen 10.000-Tenge-Schein mit nur Sultan drauf für gerade mal 35 € bekommen. Und ich werde wahrscheinlich nochmal ein Video zu den Gedenkbanknoten in Kasachstan machen. Und der hat definitiv sehr, sehr schönes Hologramm und ist wirklich mega schön gestaltet. Also 35 € ist geschenkt. Dann habe ich den noch gekriegt bei einem chinesischen Händler. Macau, die 20 Patacas-Sonderbanknote zur Olympiade in Beijing, also Peking, mit den Eiskunstläufern hinten drauf. Ja, und dann kommen jetzt meine Highlights, die halt wirklich für mich wirkliche Highlights sind, die ich auch vorbestellt habe, zumindest die eine Banknote, die andere war ein spontaner Kauf, weil er sie nur noch einmal hatte und gerade so gefunden hat. Und zwar bei meinem jordanischen Händler habe ich einmal den gekauft für 145 € beziehungsweise was mit verrechnen lassen, den 500 Dirham-Schein aus den Emiraten. Sehr, sehr schön. Ja, habe ich halt lange haben wollen. Und in den Emiraten hatte ich kein Geld mehr. Und da habe ich halt lieber den Tausender mitgenommen und habe halt damit bezahlt. Und jetzt habe ich ihn wenigstens kassenfrisch in der Sammlung. Und dann natürlich noch im Vergleich den nagelneuen 500er. Für 145 € habe ich da bezahlt. Definitiv ein sehr schöner Schein. Ich denke, hierzu möchte ich auch nochmal ein Video machen zu den ganzen Polymerbanknoten. Hier hinten mit der Rückseite mit Dubai, mit den Burj Khalifa, mit dem Future Museum. Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall. Wenn man guckt, dass die zum Beispiel bei Banknotenhändlern in Deutschland
mit 290 Euro gehandelt werden, dann ist 200, ist 145 echt geschenkt. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV. Tschüss!